Das Saarland ist meine Heimat und die große weite Welt hat nie wirklich locken können. Gerade in unserer doch sehr schnelllebigen Zeit, in einer globalen Welt, wo alles andere als friedlich ist, bekommt der Begriff Heimat eine ganz andere Bedeutung. Nämlich irgendwo ein Vertrautsein in einer Region, die man sich auskennt, mit Freunden, mit Familie, mit Bekannten. Und dafür, glaube ich, ist eine ländliche Region natürlich prädestiniert. Auf dem Dorf, da haben Sie die Ruhe, die Sie normalerweise brauchen. Dorf ist sympathisch, Dorf ist familiengerecht. Dorf ist für mich ein großer Spielplatz für Kinder. Und auf dem Dorf können Sie sich einfach wohlfühlen. Ganz klar 1:0 für das Landleben. Die Regionalentwicklung ist die große Herausforderung der Zukunft. Wir werden weniger, wir werden älter, wir werden bunter. Banken schließen, Geschäfte schließen, Gaststätten schließen, Kommunikationspunkte gehen verloren. Deswegen müssen wir die Menschen vor Ort, die Dörfer, ein Stück weit an die Hand nehmen. Und da bietet das Bundesmodellprojekt Landaufschwung eine gute Chance, um zu schauen, auf welchem Wege können wir denn die modernen Entwicklungen, etwa der Digitalisierung, gerade dafür nutzen, dass Dörfer zukunftsfähig werden. Von dem Projekt Landaufschwung erwarte ich eine Aufbruchstimmung, dass sich der ländliche Raum darüber bewusst ist, wie toll es im ländlichen Raum ist. Bei dem Projekt Zukunft Dorf versuchen wir am Beispiel verschiedener Dörfer unterschiedliche Entwicklungen auszuprobieren. Und die Ergebnisse, die wir da erzielen, die sind übertragbar auf andere Orte, auf andere Gemeinden. Und das ist ein unheimlich spannender Prozess. Ich glaube, er bringt uns wichtige Erkenntnisse, wie die Zukunft des Dorfes aussehen kann. Meine Vision wäre, dass wir über vielfältige Maßnahmen der Wirtschaftsförderung es schaffen, dass mehr Menschen in die Region hineinkommen, die hier leben, die Orte wieder bevölkern, junge Leute. Der Optimalfall wäre der, dass der ländliche Raum das behalten kann, bewahren kann, was ihn momentan auszeichnet. Das heißt, sympathisch, eine Dorfgemeinschaft, dass der ein für den anderen da ist. 50% der Menschen leben im ländlichen Raum. Und deswegen muss unsere Vision sein, dass das Dorf der Lebensraum der Zukunft ist, der Arbeitsplatz der Zukunft, der Ort, in dem ich gut, gesund und sicher leben kann, in intakter Natur, in sozialer Gemeinschaft. Was ich wichtig finde, ist, dass im Zeitalter der zunehmenden Digitalisierung der menschliche Kontakt nicht auf der Strecke bleibt. Also das würde ich mir wünschen, dass die Kommunikation bestehen bleibt zwischen den Menschen.